Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Keterria Fables. Jo, in der Aufnahmepause, jetzt fällt es mir gerade ein, wir könnten uns eigentlich auch mal um die Spitzhacke und so weiter kümmern. Ja, machen wir später. In der Aufnahmepause bin ich nochmal ganz kurz zu meiner Farm und habe da ein paar Dinge erledigt. Also gerade alles angegossen und so, dass ich das nicht wieder mit euch machen muss und so. Und bin immer noch im alten Update-Zustand, also es ist noch nicht ganz gepatcht, das Game, so von wegen, dass die Zeit nicht ganz so schnell läuft oder halt teilweise sogar pausiert in gewissen Situationen. Aber egal, was soll's, vielleicht schaffen wir es sogar in dem Zustand dann halt noch durch, ist ja egal. Wenn es dann neue Updates und so weiter gibt, werden wir dann natürlich so weitermachen. Hier ist nochmal unser guter Pumpkin, der jetzt tags am 24. mittags da rumsteht, okay. Und hier könnten wir uns auch wieder irgendwelche Dinge kaufen, wenn wir das denn wollten. Nee, machen wir natürlich nicht, da hat er schlechte Angebote. Wir wollen natürlich die Samen und die dann halt eben anpflanzen. So, jetzt gehen wir mal oben in das Gebiet. Schlüssel zur Höhle haben wir ja und da bin ich mal gespannt, wie es denn dort weitergehen wird. Ja, hört man mich überhaupt? Doch, ja, müsste, ne? Passt. Ja, die typische Frage zu jeder Folge. Ich hasse meine Aufnahmetechnik hier. Ich muss sie dringend verbessern. So, auf geht's. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was dort in der Höhle abgeht. Und was wir dort Schönes finden werden. Ob es wirklich ein Drache ist, ob es ein Hinterhalt ist. Aber ein Hinterhalt, wo man noch einen Schlüssel finden muss, wäre auch irgendwie merkwürdig. Aber jo, man weiß ja nie bei solchen Games, was da noch so auf uns zukommen wird. Kristallhöhlenschlüssel ist weg und Quest ist abgeschlossen. Arg, dieses unheilvolle Gefühl. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Sei vorsichtig, Nian. Da ist aber eine schöne Kiste. Öffne sie. Geht's hier wieder raus, oder was? Ja, da kam man wohl her. Alles klar, hier Kiste öffnen. Kupferschlüssel haben wir benutzt. Und, oh, Dunkelschleimer. Hallöchen. Hä, was ist denn das? Was geht mit denen ab? Okay. Die halten ja gar nichts aus. Was soll das mit denen? Ja, hier Frostflauschi, den kennen wir ja, glaube ich, oder? Jo. Ja, und Drache macht da schon irgendwie irgendwelche Geräusche. Ah, hier haben wir nochmal Kistensituation. Ich bin gerade echt ein bisschen irritiert. Irritiert wegen meiner Aufnahmen, wegen meiner Aufnahmetechnik hier schon wieder, die irgendwelche ganz merkwürdigen Sachen macht. Schwarze Drachenflügel, interessant. Da gucken wir doch gleich mal rein. Magische Durchdringung plus 15%, also ja, so Magieflügel. Ja, wäre schon geil. Könnte man auch drauf spielen, wenn man Magier spielt, wenn ich halt die Gegenheilung nicht bräuchte. Ich guck mal gerade, wie das aussieht. Also geht ja nicht. Ich habe ja einen Transmog drauf. Okay. Ja, dann bleiben wir bei Lebensklau. 10% ist natürlich schon mega. Macht halt vieles einfacher. So, gehen wir mal hier weiter. Schlüssel haben wir noch genügend, oder? Ja, 2, 6 und 7. Genau, das war in der Aufnahmepause auch. Ich habe ja gesagt, ich schlag mich noch in den Norden durch und habe dann gerade den Schneemann da wieder umgehauen und habe dann glücklicherweise auch wieder einen Goldschlüssel bekommen. Das nur so dazu. Falls ihr euch da wundert, was geht da ab? Ist das ein ganz normaler Golem? Sah gerade so mega mächtig aus. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Klar. Kristallwächter. Jo, ne, das ist irgendwie was anderes. Kristallwächter, was geht mit dir ab? Das scheint wohl irgendeine Art Mini-Boss zu sein. Hoffentlich hat er eine coole, eine Kristallrüstung oder so. Das wäre doch geil. Oder Kristallhelm oder so. Autsch. Ja, wir sind gut. Gut ausgerüstet dürften eigentlich da jetzt alle. Ich lass mich extra mal so ein bisschen hitten. Mal gucken, ob wir da so merken, was das. Ja, also Magie macht uns gar keinen Schaden mehr gefühlt. Ja, kann uns zwar Dauer im Stun hier halten und Dauer eingefroren halten, aber mehr auch eigentlich nicht. Das ist doch nett. Ja, Gegenheilung ist gut. Aufgeschaltet ist der Gegner nicht. Traumhaft. Komm jetzt mal her. Oh, jetzt mache ich da so Einzelzielattacken. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh, stimmt, da hatte ich noch den Move da. Ich schau den hier mal quer durch die Höhle. Achso, wenn ich da noch reingehe, werde ich trotzdem gefroren. Super. Kann ich das irgendwie wegbekommen, das Gefrieren? Wenn ich da irgendwie drücke? Ne. Oh, ist das nervig. Ja, wenn man dann halt vielleicht anfällig gegen die Attacken ist, ist es natürlich echt kacke. Habe ich den Pfeilhagel schon weggemacht oder was? Habe ich den gar nicht mehr dabei? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Meine Fähigkeit... Ach, LT war das da unten.
Genau, meine Fähigkeiten, die ich da unten am Start habe. Ich brauche mehr Mana oder Fähigkeiten, Punkte, wie auch immer. Was macht er jetzt? Macht er irgendwelche Dinge? Jawohl. Das war doch ein schöner Hit. So, komm, vielleicht gleich nochmal. Ich muss den mal so ein bisschen weghauen da, sodass dass er mehrere Hits da abbekommt. Komm, zieh ihn mal mit. Genau, so. Sehr schön. Ja, als Schwertkämpfer ist es dann vielleicht nochmal ganz geil, weil man einfach grundsätzlich mehr Damage macht. Und eine Krone. Sehr schön, was ist das? Besiege Kristallwächter. 50, jo. Erfahrungspunkte, was weiß ich. Magieverteidigung 30%. Ja, und da haben wir 35%. Super. Also ist der Jägerhut, den wir, glaube ich, gebaut haben, immer noch besser als die Königs-Tiara, die wir hier gefunden haben. Ein elegantes Kopfstück mit großem Juwel in der Mitte. Ja, okay. Schade. Aber vielleicht finden wir ja was anderes Gutes. Jetzt haben wir hier Flügel und Kopf schon gefunden. Mal gucken, was wir vielleicht noch finden. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier unten sieht es doch schon mal ganz nice aus. Das könnte jetzt eine Goldtruhe sein mit einer Rüstung, oder? Kupferbarren. Ist nicht wahr, oder? Da ist mein Schlüssel wieder weg. Tolle Investition. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Hier Drache oder Hinterhalt oder was auch immer. Was mache ich hier überhaupt? Was mache ich in dem Dungeon? Hallo? So, ist hier was? Nö, passt schon. So, hier die Truhen gerade öffnen. Mal gucken, was hier drin ab so los ist. Da waren ja normalerweise immer nur Pfotenpennies. Haben wir natürlich auch schon ein paar. Hier ist nichts. War da hinten dran was? Kann ich da irgendwie hinten dran? Dieser Vorsprung da irritiert mich ein bisschen. Nö, da ist auch nichts. Ja, das scheint jetzt ein linearer Weg zu sein, der uns... Oh, was ist das? Das ist das letzte Relikt, oder? Das chillt hier einfach mal so rum? Ich weiß es nicht. Ganz kurzer Moment, da hole ich mir zuerst die Kiste, bevor es da irgendwie storytechnisch noch weitergehen könnte. Goldschlüssel genutzt, Drachentöter. Oh, was ist denn das Schönes? Hoi, nice, oder? Ein Schwert, mit dem einst der Drache des Berges erschlagen worden sein soll und das viele für einen Mythos halten. Geil. Ich rüste es mal gerade aus. Oh, sieht doch cool aus, oder? Sieht auf jeden Fall nice aus, finde ich. Ja, machen wir mal so weiter. Dann will ich auch noch einen Drachentöterbogen. Also irgendwas Geiles. Das ist ja mal nett. So, untersuchen wir das Ding mal. Jetzt werden wir mega mächtig. Spüre das letzte Relikt auf. Relikt der Wahrheit. Mysteriöse Macht. Okay. Nicht so schnell. Rätselhafte Pfote. Was? Ach so, das ist ja. Nian, pass auf! Relikt der Wahrheit. Eins. Also weg. Ha! Bist du verletzt? Hä, was war denn das jetzt? War der unsichtbar oder was? Wo ist das Relikt? Oh nein, sie haben es. Arg, das ist so ärgerlich. Hinter ihnen her, Nian, bevor es zu spät ist. Jo. Hinter wem dann? Wer ist das? Ja, das ist also der Hinterhalt oder was auch immer. Wer wird das wohl gewesen sein? Bin ich ja mal richtig gespannt. Die mysteriöse Pfote. So, bin ich mal gespannt, was jetzt passieren wird. Wahrscheinlich auch bosskampfmäßig. Ein nachgelagerter Bosskampf. Wir hatten jetzt eigentlich, deswegen haben wir auch so schnell das Relikt bekommen. Wir haben es wieder gestohlen bekommen und jetzt müssen wir es uns in einem Bosskampf wahrscheinlich wiederholen. Gehe ich mal davon aus. Hey, du Dieb, warte! Arg, du wieder. Hallo Cousin, hast du mich vermisst? Gib mir das Relikt zurück. Nein, ihr werdet mir die anderen Relikte übergeben. Miau.
Was? Okay, Commander Hazel? Was soll das bedeuten? Gib uns die anderen Relikte, Soldat. Ich frage dich freundlich mit erzürnter Stimme und einer anderen Stimme wie sonst. Aber ich verstehe nicht. Was wollt ihr damit anfangen? Sie verursachen nur Leid. Wir dürfen nicht auf die Macht der Relikte vertrauen. Seht nur, was sie mit den Monstern machen. Könnt ihr euch den Schaden vorstellen, den wir davontragen würden? Commander, wir nutzen die Macht, um die Monster abzuwehren. Wenn wir es schaffen, können wir die Macht wieder in den Relikten versiegeln. Unsinn. Was denkt ihr, haben eure Vorgänger während der ersten Kamalität gemacht? Genau das, was ihr nun versucht. Wohin hat uns das nur gebracht? Die Geschichte wird sich einfach nur wiederholen. Wir hätten sie von Anfang an nicht einsetzen sollen. Früher oder später werden sie uns unser Leben in Gefahr bringen. Commander, bitte, hör uns zu. Das ist die beste Chance, um mehr Leute zu retten. Magie muss Leuten oder Dingen keinen Schaden zufügen. Es hängt davon ab, von dem ab, der sie einsetzt. Das ist genauso wie jede andere Macht. Es tut mir leid, Soldaten. Wenn euch meine Worte nicht überzeugen können, wird es mein Schwert wohl tun müssen. Commander, können wir nicht ein bisschen weiterreden? Hazel, Liebes, wir müssen nicht. Zurück, Chat. Hört, Soldaten, wir haben nicht viel Zeit. Die Dinge wenden sich immer mehr zum Schlechten. Wenn ihr immer noch reden wollt, dann versucht mich zu überzeugen. Traumhaft. Hallöchen, was soll das bedeuten? Also, Nahkampfgegner. Oh, der irgendwelche Zauber kann. Hazel, bleib ganz locker, bitte. Ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen begrenztes Gebiet und die schlägt da irgendwo in der Gegend rum. Das kann sie machen. Ich hätte noch so einen geilen Pfeilhagel für dich, wenn ich meine Fähigkeit aktiviert hätte. Oh, übel. Man sollte die Gegner nicht unterschätzen. Fortschritt wurde gespeichert. Mais wurde verkauft. Krass. Und jetzt kann ich da einfach wieder hochbrettern. Oh, nee, Mann. Magieverteidigung weiter hochdrücken über irgendwelches Buff-Food. Wäre vielleicht ganz nice, oder? Gut, die ganzen Sachen hier brauche ich zuerst mal nicht. Ah, gut, Gott sei Dank, es regnet. Das ist schon mal ganz nice. Haben wir irgendwas, was fertig ist? Auch nicht. Ah, wie ärgerlich, Mann. Ach, ich hasse solche Fails. Das ist so unnötig, ey. Wo hatte ich denn mein Equip abgelegt? Hier, ne? Ja. Hab ich irgendwas? Erhöht den Lebensklau? Irgendwelches gutes Buff-Food? Crit-Chance um 20% erhöhen? Das holen wir mit. So, Schwert wird hier mal abgelegt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ne, den Elbenbogen auch. Na, jetzt brauchen wir ein bisschen Buff-Food. Ordentliches, würde ich mal fast behaupten. Die Krone können wir noch hier ablegen. Jetzt ist er durch den Wind. So, Magieverteidigung haben wir ja schon ganz hoch. Alter, aber wie krass. Ein Move und wir waren weg vom Fenster. Physische Verteidigung um 20% erhöht. Magischen Schaden zurückwerfen. Nee, wenn, dann bräuchte ich die magische Verteidigung noch ein bisschen hochdrücken. Oder ich muss einfach aufpassen. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde es versuchen zu schaffen mit ein bisschen aufpassen. Das wird ja irgendwie klappen. Wenn ich jetzt nicht ganz offensiv da in die Reihen renne, wird das hier irgendwie klappen. Sie hat einen krassen Move, der ist echt ein bisschen nervig. Ansonsten wird das schon klappen. Kupferbarren müssen wir noch ablegen. Die waren ja hier. Okay. Ja, Buff-Food können wir nutzen. Oh, wie ärgerlich, Mann. War das hier? Nee, keine Ahnung. Gut, wir laufen jetzt einfach weiter. Star kotzt mich gerade an. Jetzt wollte ich ein bisschen mit der rumspielen. Das war nicht ganz so schlau. So, Crit-Chance erhöhen. Da hätten wir 30% Crit-Chance. Ich setze das mal gerade da unten rein, dass ich das auch wieder nachbuffen kann. Genau. Kann ich eigentlich, wenn ich in so einer Attacke feststecke, mich dann trotzdem noch heilen? Und das mir so viel Schaden macht. Was habe ich denn für eine Magieverteidigung? Das ist doch ein magischer Angriff. Oder ist das ein Nahkampfangriff? Das ist halt die Frage, ne? War ja so eine Welle, die sie da losgeballert hat. Ist auch die Frage, ob man der gut ausweisen kann. Und ob die jetzt immer noch dort steht und einfach auf mich wartet. Oder ob das jetzt irgendwie noch questtechnisch was ausgelöst hat, dass wir da gescheitert sind. Mir wurde es ja geschrieben, dass es später noch hart wird.
Vielleicht ist das jetzt die Stelle, wo man Buffhut gut nutzen muss. Wenn ich jetzt Buffhut natürlich hätte, nochmal 20-30%, ist halt die Frage, ist das ein Nahkampfangriff oder ein Fernkampfangriff? Das ist wirklich so die Frage, ne? Jetzt habe ich echt gedacht, mit der Rüstung hier kippe ich nicht mehr um. Und dann sowas. Echt erbärmlich. Ah, da ist sie wieder. Okay. So, Hazel, nervt nicht. Wann zeigt sie das an, dass sie den Move macht? Ich muss das gerade ein bisschen lernen. Okay. Sie macht also den Angriff hier, den der Wirbelwind. Der ist wahrscheinlich auch heftig, wenn man da drin steht. Ich guck mal gerade, was sie noch macht. Dann steht sie blöd rum. Ja, wie gesagt, diesen Nahkampfangriff da. Wann macht sie die Welle? Wie kann ich das erkennen? Ah. Oh. Oh. Alter, die ist richtig... Oh, das wäre fast schon gewesen. Ja, wenn die Welle mich trifft, ist Feierabend. Das heißt, ich muss irgendwie am Rand kämpfen, nicht getroffen werden. Das sind, glaube ich, Nahkampfangriffe. Und ich habe meinen Buffhut immer noch nicht genutzt. Clever. Alter, die ist ja richtig mega drauf. Wie geht denn die ab? Was ist mit meinem Buffhut? Hallo, Crit-Chance. Alter, Alter, Alter. Ja, mit dem Crit-Chance geht's so halbwegs, wenn sie keine Moves macht. Alter, bleib ganz locker. Wir brauchen noch mehr Leben. Das wäre die Welle wieder gewesen. Ah, mit Fernkampf. Also wenn ich weit weg stehe, da kommt die Welle gar nicht so weit. Habe ich gerade gesehen. Aber dieser Move hier ist halt noch nervig. Zwei Hits down. Was ist denn los? Ja, es ist aber physischer Angriff. Mann, ey. Okay, wir brauchen physische Verteidigung. Also muss ich wahrscheinlich ausgeglichener einfach dorthin gehen. Das kann ich natürlich über den Helm zum Beispiel generieren. Dass die mir halt nicht direkt da 200 Leben abzieht. Ist hier was gut? Ja. Och Gott, nee. Ich will jetzt... Oh, farmen, Alter. Voll die Tage verloren, oder? Voll nervig. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo mir viele geschrieben haben. Ab jetzt scheint es wohl so zu sein, dass man... Buffhut braucht. Ärgerlich, echt ärgerlich. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall in der Aufnahmepause dann mal drum kümmern. Wir wissen ja, wo es den guten Buffhut gibt. Ich habe ja hier schon gewisse Sachen hergestellt. Vielleicht hole ich euch dann auch mal mit und zeige euch das dann, was ich mir dann da kaufen werde oder herstellen werde. Da müssen wir halt auch Grünkohle oder was auch immer investieren, dass ich da irgendwie mehr physische Verteidigung habe, mehr Magieverteidigung. So irgendwie werden wir das wohl machen. Ich versuche das jetzt schon irgendwie zu generieren. Ich glaube, ich hatte doch ein Buffhut, das physische Verteidigung hochsetzt, ne? Da holen wir nicht den Crit-Schaden mit, sondern die physische Verteidigung und setzen den Helm ein, also einen normalen physischen Helm ein, statt die Magieverteidigungshelm-Geschichte da. Ja, dass die so angesprintet kommt, ist natürlich auch mega heftig, muss man halt auch sagen. Ah, ärgerlich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, jetzt mit der Rüstung und so, dass es jetzt vorbei ist, sozusagen. Dass wir da easy durchs Spiel kommen. Ja, mir wurde ja auch schon geschrieben, ja, von wegen, du musst deine Rüstung upgraden, sonst bist du chancenlos. Da habe ich auch gedacht, ja gut, okay, jetzt habe ich ja die beste Rüstung, jetzt passt das schon. Und dann sowas, was ist denn los? Das ist ein bisschen krass. So, immer noch ganz kurz die Sichel damit. Oh, Mann. Was mache ich denn da? Sichel. Hä? Hab ich die jetzt abgelegt, oder was? Ich bin so clever, Alter. Da, hier, Sichel. Jetzt bin ich ganz durch den Wind, ihr merkt's. Aber jetzt holen wir sie uns. Jetzt machen wir's. Den ganzen Kohl hier. Hätte ich ja fast gesagt, können wir verkaufen, aber wenn ich da noch so viel Buffhut herstellen möchte... Aber es kann ja maximal nur noch für die Bosskämpfe sein. Da dürften wir ja genügend auf der Bank haben. Krass. Dass die mich da zweimal umbrezelt und da oben jetzt ganz gemütlich rumchillt und einfach wartet, bis sie mich wieder umbrezeln kann. Das kann ja nicht sein. Ist ja Wahnsinn. Das finde ich gar nicht so cool irgendwie. So, hier haben wir auf jeden Fall, ich glaube Kürbis war das noch. Ja, genau. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gold machen. So, hier Feuer frei. Weg damit. Und da haben wir, glaube ich, Grünkohl noch hier rumliegen oder so. Ey, das kotzt mich gerade sowas von an. Ja. Aber dieser Ansturm-Move ist halt auch einfach heftig, muss man sagen. Also finde ich mal. Der kloppt ja schon ordentlich rein. Und stunt mich dann auch noch. Natürlich, ja, ohne Lebensklauen so zu spielen, dann
könnte ich halt das Stunnen gegenheilen im Prinzip. So, jetzt haben wir das hier dabei. Lebensklau hatten wir dabei. Hier war doch irgendwas mit von wegen physische Verteidigung, oder? Ah, zurückwerfen war das nur. Oh, nee, da muss ich wirklich... Da machen wir es so. Moment, wo war das? Ich habe doch, glaube ich, einen Helm, der physische Verteidigung hochsetzt, oder? Magieklau, bla. Physische Verteidigung 15%. 10%, den könnte man noch hochsetzen. Lebensklau nochmal. Soll ich jetzt wirklich den Kackhelm da anziehen? Hier hätte man den halt den großen, den da. Das ist halt nicht viel, ne? Einfrieren Widerstand. Ja, oder ich versuch's noch einmal und dann... Ich versuch's noch einmal ohne Buff, da habt ihr was zu lachen. Also ohne Buff und ohne richtige Ausrüstung. Und dann können wir für den nächsten Part, werde ich dann halt das dann kaufen gehen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Ich versuch's jetzt mal, wenn sie mich nicht im Stunlock hält. Wobei, Moment, können wir vielleicht hier was kaufen in irgendeiner Form. Erdschaden... Nachttrunk, physische Verteidigung 30%. Sowas wäre natürlich geil. Honig und Milch. Ja, aber da müssen wir noch eine Quest machen. Okay. Ja, dann muss es so irgendwie klappen. Das Zeug jetzt lass ich mal liegen, die Steine da und so. Ey, das kotzt mich ja gerade voll an. So, komm jetzt. Streng dich an, Monty. Einmal Buff-Food nutzen, da hast du 30% Crit-Chance erhöht. Oder 30% Crit-Chance. Es liegt an meinem Stuhl, es liegt an meinem Rücken, es liegt an... Was könnte es noch liegen? Welche Ausreden habe ich noch, warum das hier so schlecht läuft? Krass. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es noch so schwierig wird, dass die mich hier one-hitten, mehr oder minder. Krass, krass, krass. So, Bogen ist ausgerüstet, die chillt hier oben schon 2 Tage und wartet immer, bis ich vorbeikomme, dass sie mir aufs Maul hauen kann. Mann, ey, ist das nervig. Die Frage ist, kann man mehreren Buff-Food eigentlich nutzen? Das wäre natürlich auch wichtig zu wissen. Ja, hier oben, stimmt, da oben läuft der Timer ab. Müsste ja dann vielleicht sogar mehr gehen. Das wäre natürlich auch geil. Dann doppelten Buff-Food nutzen mit physische und magische Verteidigung runtersetzen. Da macht sie irgendeinen Move. Die Welle, die Welle! Und ihren Sprint. Ja, aber das sagt sie ja eigentlich immer krass an. Ja, wenn ich nicht ganz dumm bin, wenn ich nicht... Das war's schon wieder. Jo, krass. Echt krass. Und das war jetzt also beide Verteidigungsarten, wie sie mich jetzt bekommen hat. Krass. Echt krass. Okay, nee, dann muss ich mich um Buff-Food kümmern und im nächsten Part werden wir dann ordentlich Buff-Food haben. Ich werde mir das dann nochmal ansehen. Boah, es ist nervig, ey. Aber krass, hätte ich echt nicht erwartet, dass der Schwierigkeitsgrad hier krass, so krass ansteigt und die mich hier so fertig macht. Ich habe mich eigentlich schon recht überlegen gefühlt und die kloppt mich hier sowas von aus dem Leben. Krass, krass. Naja, war cool. Dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was. Ich kümmere mich jetzt hauptsächlich um Buff-Food. Eventuell, wir versuchen es zuerst mal nur mit Buff-Food. Ich denke, das dürfte dann wahrscheinlich schon gehen, wenn wir mal jeweils 20-30% mehr Verteidigung in den jeweiligen Sparten haben. Magie und physisch, dann dürfte ich eigentlich 2-3 Hits von ihr aushalten. Dann denke ich, könnte es schon klappen. Ansonsten müssen wir halt mit dem Helm und so noch schauen, ob ich da noch was umstellen sollte. Mal sehen, ich werde es ein bisschen vorbereiten, euch dann an entsprechender Stelle mitnehmen. Hier haben wir auf jeden Fall einiges an Gold, was wir machen können. Boah, krass. Krass. Okay, jo, so machen wir es. Ihr merkt es, ich komme gar nicht klar. Ich bin völlig überwältigt gerade. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein. Ciao.